Ja Leute, und willkommen zu einem neuen Video. Und wie ihr es im Titel schon lesen könnt, meine Meinung zum Film Fast and Furious Hobbs and Shaw, Freunde. Ja, ich sag euch meine Meinung, wie ich das Spin-off der Reihe gefunden habe und wie viele Punkte ich Fast and Furious Hobbs and Shaw gebe, Freunde. So Freunde, jetzt komme ich zu meiner Meinung, wie ich Fast and Furious Hobbs and Shaw gefunden habe. Und ich muss sagen, ich fand den Film echt richtig, richtig gut. Die Action hat mir gut gefallen. Die Musikunterlagung hat mir echt gut gefallen. Die Chemie zwischen Dwayne Johnson und Jason Statham hat mir auch wieder echt richtig, richtig gut gefallen. Genauso wie in Fast and Furious 8. Ja, richtig, richtig geiler Film, Freunde. Ja, Freunde, falls ihr Fast and Furious Hobbs and Shaw im Kino schon gesehen habt, schreibt mir doch mal gerne eure Meinung in die Kommentare, wie ihr den Film gefunden habt. Ja, Freunde, wer den Film gucken möchte, bleibt bis zum Ende sitzen, denn es kommen 3 Abspann-Szenen. Ja, Freunde, es gibt auch 2 Cameos, aber die werde ich nicht spoilern, wer in dem Film auftaucht. Das müsst ihr schon selbst erleben, die beiden Cameos und den Film. Ja, ich fand Fast and Furious Hobbs and Shaw echt richtig, richtig, richtig gut, Freunde. So, Freunde, jetzt komme ich zu dem ersten Schauspieler, der in dem Film mitgespielt hat. Und das ist Dwayne Johnson, Freunde. Ja, er hat Luke Hobbs gespielt, was er auch schon in Fast and Furious 8 gemacht hat. Und die beiden Vorgänger, 6 und 5. Ja, mir hat Dwayne Johnson echt auch wieder richtig, richtig gut gefallen, Freunde. Man kennt Dwayne Johnson auch aus anderen Filmen, wie gerade eben genannt Fast and Furious 8, 7 und 6 und 5, glaube ich. Aus Jumanji, aus Baywatch oder noch aus anderen Filmen kennt man Dwayne Johnson. Ja, Dwayne Johnson hat seine Sache auch hier wieder echt richtig, richtig, richtig gut gemacht, Freunde. So, Freunde, jetzt komme ich schon zum nächsten Schauspieler. Und das ist Jason Statham, Freunde. Ja, Jason Statham hat seine Sache auch echt richtig, richtig gut gemacht. Man kennt ihn natürlich auch aus den vorherigen Fast and Furious Filmen. Aus Fast and Furious 8 und Fast and Furious 7 oder aus den Transporter-Filmen oder aus seinem letzten Film, der letztes Jahr rauskam, Mac. Ja, Jason Statham, richtig, richtig geiler Schauspieler. Mir hat er echt richtig, richtig gut gefallen. Genauso wie schon in Fast and Furious 8. Und in Fast and Furious 7. Ja. Und Jason Statham ist ein richtig, richtig geiler Schauspieler, Freunde. Und ja, die Chemie zwischen Dwayne Johnson und ihm war auch echt wieder richtig, richtig gut. Genauso wie in Fast and Furious 8. Also, ich wünsche mir mehr Filme mit den beiden zusammen, Freunde. Die Chemie zwischen Dwayne Johnson und Jason Statham ist einfach richtig, 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 richtig krass. So, Freunde, jetzt komme ich auch schon zum letzten Schauspieler. Und das ist Idris Elba, Freunde. Ja, er hat den Bösewicht in dem Film gespielt und bezeichnet sich selbst als Black Superman. Ja,
Idris Elba hat seine Sache auch echt richtig, richtig gut gemacht als Bösewicht in dem Film. Man kennt Idris Elba noch aus anderen Filmen, wie zum Beispiel Der Dunkle Turm oder aus Thor oder aus Avengers Infinity War und noch aus anderen Filmen. Ja, mir hat Idris Elba echt richtig, richtig gut gefallen als Bösewicht in dem Film. Ja, Idris Elba ist auch echt ein guter Schauspieler, muss ich sagen. Als, sei es jetzt Heimdall aus den Thor-Filmen oder aus Der Dunkle Turm, hat er mir auch echt gut gefallen. Ja, Idris Elba ist auch echt ein richtig, richtig guter Schauspieler, Freunde. So, Freunde, jetzt komme ich zu meinem Fazit, wie viele Punkte ich Fast and Furious Hobbs und Shaw gebe, das Spin-off aus der Fast and Furious-Reihe. Ja, und ich gebe dem Film 9 von 10 Punkten, Freunde. Mir hat die Action echt richtig, richtig gut gefallen. Die Musikunterlegung hat mir echt gut gefallen. Die Chemie zwischen Dwayne Johnson und Jason Statham hat mir echt richtig, richtig gut gefallen. Ja. Ist ein richtig, richtig guter, richtig, richtig guter Film. Ja, mir hat Fast and Furious, Hobbs and Shaw echt richtig, richtig, richtig gut gefallen, Freunde. Richtig, richtig starker Film, Freunde. So, Freunde, dann würde ich sagen, das war's mit dem Video. Wenn euch meine Meinung zu Fast and Furious, Hobbs and Shaw gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Genauso wie ein Abo. Das könnte ich machen. Und hier oben, Freunde, gelangt ihr zu meiner letzten Filmmeinung. Das war zu dem Real-Remake zu König der Löwen. Falls ihr wissen wollt, wie ich das Real-Remake von König der Löwen gefunden habe, dann gelangt ihr hier oben zum Video, Freunde. Und ja, Freunde, dann würde ich sagen, hören wir uns dann zum nächsten Video wieder. Haut rein, Soccer Boy, Game Over. Ciao.